ich nochmal von gerade. Manchmal fragen mich Leute, was ich während der Pandemie so gemacht habe, und ich sage dann, ich bin bei Candy Crush auf Level 4262. Ja, mehr nicht. Ja, ich finde, es ist, also ich habe wirklich sehr viel Spaß mit euch. Es macht mir sehr viel Spaß hier, und deswegen ist es eine schöne intime Atmosphäre, und deswegen möchte ich einen Text lesen, in dem es um den mit Abstand schlimmsten und unangenehmsten Tag meines Lebens ging. Der Text trägt den Titel "Wie ich meine Freundin kennengelernt habe". Es ist einer dieser richtig problematischen Sommertage. Außentemperatur 41 Grad. Der Schweiß läuft einem sehr, sehr unangenehm den hinteren Oberschenkel runter, und du weißt auch sehr genau, wo dieser Schweiß gerade herkommt. Der Regionalexpress riecht nach Dortmund Hauptbahnhof an einem Spieltag. Oh Gott, ich habe ein Date und bin deswegen auf dem Weg nach Köln. Oh Gott. Ey, Köln, wenn du da am Bahnhof aussteigst, weißt du einfach direkt, wie Scheitern aussieht. Und ich habe ein Date in Köln. Ja, was könnte schief gehen? Wir gehen erst in ein Brauhaus was essen, dann lungern wir noch ein bisschen am Rheinufer herum, gehen noch ein bisschen spazieren und dann zu ihr. Ich könne auch bei ihr übernachten, sagte sie. Eine Schlafcouch wäre auf jeden Fall vorhanden. Zwinker 3000. Die Frau ist wunderschön, hat ein vollständiges Gebiss und damit mehr als ein Bochumer Dorftrottel, wie ich jemals erwarten sollte. Dazu ist sie noch schlau und witzig und einfühlsam und hat eigentlich alles, was ich an den Menschen gut finde. Heute darf ich es wirklich nicht verkacken. Deswegen trage ich extra noch mein wundergeiles Vanilledeo auf, bevor ich aussteige. Am Gleis werde ich dann tatsächlich sogar abgeholt. Mega cool. So viel Service gab es für mich zuletzt bei meiner Geburt. Kurze Umarmung. Ha, ja, krass, dass wir uns jetzt schon treffen, oder? Ja! Nice! ja. ja, irres Wetter, oder? Ja, du bist eine Frau. Ja, okay, wollen wir essen? Ja. Im Brauhaus bestellt sich dann artgerecht ein großes Pilz und kein Kölsch, weil Kölsch schmeckt wie schon mal getrunken. Bäh. Zu essen gibt es eine Schweinshaxe, ich ziehe mit, dazu Kartoffelbrühe und Sauerkraut. Meine Güte, ich glaube, ich finde die richtig gut. Ich erzähle ihr, dass ich Medienwissenschaft studiere. Ja. Ja. Nichts Konkretes, ja. Ich glaube, so langsam mein Lebenslauf ist irgendwie eine Stand-up-Nummer oder so. Am Rheinufer legt sie dann aber ihren Kopf auf meine Schulter. Ich streichle ihre Haare so ein klein bisschen. Alles ist irgendwie voll schön. Mein Bauch krummelt ein bisschen. Aber als ich damals noch in Siegen gewohnt habe, habe ich regelmäßig Mayonnaise-Sandwich gemacht. Das ist eine Scheibe Toastbrot, darauf ein Fingerbreit Mayonnaise, schöne Scheibe Mittelalter Gouda, Kapernschinken, nochmal Mayonnaise, Gewürzgurken, kleiner Schablettenkäse obendrauf und ab in den Ofen, den kleinen Süßmann. Der ist einiges gewohnt, der Kleine. Irgendwann gehen wir ein bisschen spazieren am Rhein entlang. Neben uns joggt irgendein scheiß Pascal entlang, rutscht auf einer leeren Kümmerlingflasche auf und schlägt sich an einer Parkbank die Schläfe auf. Das ist Gerechtigkeit, denke ich mir. Wer bei 41 Grad in Tanktop und Radlerhose joggen geht, hat nichts anderes verdient als einen potenziell tödlichen Unfall. Wir lachen gemeinsam. Alles ist mega schön gerade. Das ist richtig toll. Mein Bauch grummelt ein bisschen doller mittlerweile. Aber, ach mein Gott, als ich noch in Wülfrath gewohnt habe, habe ich regelmäßig bei Pizza Palast die Pizza Deutschländer bestellt. Das ist eine Pizza mit Currywurst belegt und mit Currywurst im Rand. Mit Currywurst im Rand. Ja, wo denn sonst? Geil, Currywurst in einer Pizza drin. Wie geil kann ein italienisches Produkt denn sein? Trotzdem, safety first, Leute. Das hat meine Oma schon immer gesagt. Du sag mal, wie ist denn noch so der Spazierplan? Ich müsste so langsam mal auf Klo. Ach jo, du, also in 5 Minuten kommen wir an den Biergarten vorbei. Da können wir uns noch mal kurz hinsetzen. Alles easy. Yep. 5 Minuten ist wenig Zeit. Wir spazieren noch ein bisschen weiter. Sie erzählt von sich, aber ich kann überhaupt nicht zuhören, denn ich merke, hier ist überhaupt nichts easy. In meinem Magen braut sich irgendwas zusammen, was ich so noch nicht kannte. Mehr Druck macht sich in mir breit. Nee. Zusammenreißen, Schmidt, zusammenreißen. Guck mal, wir haben es geschafft. Und dann greift sie mich auch am Arm und zeigt, schau, guck, wir sind da, da ist es. Gleichzeitig ruft mein Magen, jetzt ist Sommerschlussverkauf! Woo! Es ist zu spät. Ach Gott.
Ich hüpfe panisch ganz schnell zum nächsten Baum und dann fällt einfach alles aus mir raus. In letzter Sekunde schaffe ich es gerade noch, meine Hose irgendwie runterzuziehen, sodass ich wenigstens meine Kleidung nicht direkt verbrennen muss. Kurz das Bild des Abends. Ich hocke an einem Baum im Park mit heruntergelassener Hose, die zarte Schweinshaxe, das sämige Kartoffelpüree und die Fäden des Sauerkrauts suppen sich allmählich den Weg zurück in die Natur. So. Sie steht einfach daneben und lacht ein bisschen hilflos. Kann ich dir irgendwie helfen? Hä, was? Nein! So. In der Ferne dreht eine Mutter mit Kind kopfschüttelt um. Okay, das war's. Nie wieder Dates, nie wieder Köln. Ein Eichhörnchen blickt sehr irritiert vom Baum herunter. Als die Schlammlawine überstanden scheint, stehe ich auf, Hose wieder hoch, wir gehen in den Biergarten, ich gehe auf Toilette und noch bevor ich mich aus Scham selber den Abfluss runterspülen kann, bam, kotzen bis die Tränen kommen, Lebensmittelvergiftung, sehr gutes Timing, das Universum hasst mich, ich glaube, jetzt ist wirklich alles egal. Irgendwann hat sich alles so ein bisschen beruhigt, ich gehe zurück zum Tisch, sie hat uns zwei große Pilze bestellt, klar. Ich trinke meins auf Ex, um den Kotzegeschmack loszuwerden und, weiß nicht, irgendwie zu vergessen, was gerade passiert ist. Sie lacht und zieht nach. Ja, wollen wir weiter? Fragt er, als wäre nichts gewesen. Hä? Hat die nie aufgepasst? Wir gehen noch ein bisschen spazieren, dann wird es dunkel und wir gehen zu ihr. Wir gehen zu ihr? Du, ich würde als Dessert noch Schokobanane machen. Das ist eine Banane in der Mitte aufgeschnitten, Schokolade reinstopfen, ein bisschen Käse drüber, ab in den Ofen. Willst du auch? Ja, klar. Warum nicht? Ich glaube, ich bin gerade der mutigste Mensch der Welt. Wir essen die Schokobanane, es schmeckt nach... Naja, okay. Am nächsten Morgen schauen wir uns sehr lange einfach nur an. Sag irgendwas, irgendwas Cooles, Smoothes, Elegantes. Ich liebe dich. Ja, was denn noch? So. Aber bevor ich meine Zunge aus Scham einfach selber essen kann, küsst du mich einfach. Einfach so. Auf den Mund. Mein Bauch grummelt richtig, richtig doll, aber ich glaube, diesmal sind es Schmetterlinge. Vielen Dank.